Du hast deinen ersten Riesendruck gestartet und er ist absolut in die Hose gegangen. Na dann willkommen im Club. Ich weiß ganz genau, wie ärgerlich und frustrierend das Ganze ist. Ich habe damit Stunden verbracht, bis ich einen stabilen Druck hinbekommen habe. In diesem Video hier zeige ich dir meine Shitobox-Einstellung, damit ich dir diesen Frust und Ärger in Zukunft erspare. Interesse? Ja? Lass uns gleich loslegen. Let's go! So, willkommen beim Shitobox-Slicer. Ich benutze gerade die Version 2.3. Ich weiß, aktuell gibt es, glaube ich, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Version 2.3.1 gibt, aber das sind dann nur kleine Veränderungen. Wenn ihr sie dennoch runterladen wollt, ich verlinke euch unten die Seite, da könnt ihr das gratis runterladen, aber es ändert sich ja nichts an den Einstellungen. So, womit fangen wir an? Ich würde mal behaupten, wir fangen mit den Slicer-Einstellungen an, weil das ist, glaube ich, das Interessanteste für alle. Wenn ihr hier auf der linken Seite seht, habe ich verschiedene Slicer-Einstellungen. Ich habe einmal normal, einmal für langsam und einmal für schnell. Bin ganz ehrlich zu euch, das Schnelle habe ich, glaube ich, nur einmal benutzt. Ich benutze es eigentlich nie. Demnach werde ich euch nur das Normale, damit drucke ich immer, und dann noch einmal das Langsame zeigen. Fangen wir erstmal mit dem Standard-Resin normal an. In dem Bereich Maschine habe ich nichts gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, meinen Drucker auszuwählen. Ich benutze momentan den Resin-Drucker Eligo Saturn 3 Ultra. Und wenn man den dann lädt, dann kommen alle Daten von alleine. Was interessanter dann wird, ist, wenn wir jetzt ein bisschen runterscrollen zu den Drucken. Das Gute an dem neuen Programm ist, wenn man mit der Maus dann länger auf diesen Wert drauf bleibt, dann erscheint ein Fenster mit einer schönen Animation, mit einem kurzen Text darunter und erklärt, für was denn diese Einheit da ist. Deshalb werde ich jetzt nicht großartig drauf eingehen, was denn was bedeutet, weil das könnt ihr einfach in den Fenstern dann nachlesen. Die Ebene der Höhe, die habe ich eingestellt auf 0,050. Die Bodenschichtanzahl habe ich auf 4 gestellt und die Belichtungszeit auf 2,5. Die Bodenbelichtungszeit habe ich auf 35 Sekunden eingestellt. Die Anzahl der Übergangsebenen auf 8. Den Übergangstypen auf linear. Ich glaube, der steht doch immer auf linear, ja. Wartemodus auf Ruhezeit. Ich glaube, diese Einheiten hier, die stehen alle schon. Die habe ich nicht verändert. Was ich aber verändert habe, war der Bodenebeabstand. Da bin ich mir ziemlich sicher, der war bei 6 mm. Den habe ich reduziert auf 3 mm. Damit ist der Drucker einfach schneller, weil er einfach Zeit spart, weil er weniger Weg hat. Beides habe ich von 6 auf 3 mm gemacht. Und die Bodenhebegeschwindigkeit, die habe ich von, ich glaube, 110 waren es vorher, auf 90 gemacht. Und das war schon alles, was ich hier geändert habe. Kommen wir zum Slicer selbst. Um euch das zu zeigen, lade ich kurz ein Modell hoch. So, ich habe einfach mal ein Modell jetzt geladen. Was man gleich sieht ist, es taucht ja irgendwie jedes Mal einfach nur auf. Man muss es erstmal richtig positionieren. Also am meisten arbeitet man mit diesen Einstellungen hier an der Seite. Mit dem Verschieben, ich glaube, das erklärt sich schon von alleine. Sobald man drauf drückt, erscheint hier so eine Art Skala, sage ich mal, oder ein Diagramm auf dem Modell. Und damit kann man es verschieben. Zur Seite, nach hinten, nach vorne oder nach oben. In diesem Fall wollen wir den Winkel ändern. Das machen wir hier mit dem Drehen. Da erscheint auch ein Diagramm und damit ändern wir den Winkel. So, jetzt positionieren wir die Statue erstmal zurecht. Mit dem Zoom, da kann man die Statue skalieren. Das heißt also entweder vergrößern oder verkleinern. Sagen wir mal jetzt, das ist die Originalgröße, 100%. Nehmen wir mal 75%, damit sie verkleinert. Ich vergrößere sie nochmal, das ist, glaube ich, zu Ansichtszwecken auch besser für euch. So, als nächstes, was ich verwende, ist hier das Layer, komische Übersetzung. Damit hüllen wir das Modell aus. Einmal drauf gedrückt, erscheint ein neues Fenster. Hier wählen wir Aushöhlen aus. Die Wandstärke ist, glaube ich, im Normalfall 1,2 mm, ich glaube, so war es. Die habe ich auf 1,8 mm erhöht, damit die einfach stärker ist.
Die Füllstruktur, da nehmen wir Kreuz 3D. Was wir hiermit bezwecken ist, wenn ich das gleich starte, dann wird das Modell von innen ausgehöhlt und es wird eine Art Gitter im Inneren erstellt. Und die Füllungsdichte dieses Gitters oder dieses Netzes oder wie auch immer ihr das nennen wollt, stellen wir auf 30% ein. Das reicht vollkommen aus. Damit drucke ich sogar richtig große Modelle und die sind richtig stabil. So, wir machen das jetzt mal gemeinsam. So, fertig. Was wir machen können ist, wir können hier an der Seite, an diesem Regler, nachschauen, wie das Modell von innen aussieht. Und da sehen wir, überall ist dieses Gitter jetzt drin. Das Einzige, was wir noch machen müssen, bei Modellen muss immer ein Loch rein. Am besten natürlich vorzugsweise dort, wo man es später nicht sieht. In diesem Fall haben wir nicht sehr viele Möglichkeiten, also nur von unten. Warum wir ein Loch reinmachen müssen, ist ganz einfach. Wenn wir kein Loch reinmachen, dann sammelt sich Resin im Modell drin und kann nicht ablaufen bei der Herstellung. Und später, wenn es dann fertig ist, dann haben wir eben das Resin da drin. Dementsprechend gehen wir hier auf Loch graben. Man kann verschiedene Formen auswählen. Ich nehme immer eine kreisförmige Form. Man kann natürlich auch ein Sechseck oder ein Quadrat nehmen. Ich bleibe bei einer kreisförmigen Form, weil das hat auch einen bestimmten Grund. Ich sage nur Magnete. Den Durchmesser haben wir jetzt momentan hier bei 6,5 und die Tiefe eben, wie tief das Loch sein soll, 6 mm. Und senkrecht zum Modell habe ich das andauernd. So, sobald wir das ausgewählt haben, dann erscheint ja hier schon der rote Punkt. In diesem Fall können wir sogar das Loch noch größer machen, wie ihr seht. Nehmen wir mal kurz 12, mal gucken. So, einmal drauf gedrückt und er erzählt uns, die Wand ist so dick. Loch ist drin. Hier in diesem ganzen Part könnte man natürlich auch noch Löcher machen, weil das wird man ja später nicht sehen. Also man könnte jetzt hier noch eins reinmachen und da noch eins reinmachen. Umso einfacher kann das Resin dann später rauslaufen. So, wenn wir das dann gemacht haben, geht es zum nächsten wichtigen Punkt. Und zwar die Stützeneinstellung. Also die Supports, die müsst ihr eigentlich nur einmal einstellen. Dann müsst ihr die auch nie wieder anfassen. Beziehungsweise ganz selten, dass ich die anfasse. Also ich habe immer hier die Mitte ausgewählt. Obere Durchmesser habe ich auf 0,4 eingestellt. Ich sag ja, wenn man das dann da drauf hält, dann sieht man ganz genau, was damit gemeint ist. Die Floßform habe ich auf nichts. Touch-Tip-Abstand auf 4 und die Stützwinkel auf 35 Grad. Hier können wir nochmal auf erweiterte Einstellungen gehen. Bei erweiterter Einstellung habe ich in dem Bereich oben, hier habe ich nichts ausgewählt. Die Kontakttiefe. Jeder kennt das oder viele haben bestimmt das Problem, dass wenn die Supports abreißen, dann plötzlich riesige Krater im Modell sind, da wo die Supports den Kontakt mit dem Modell hatten. Das liegt immer an der Kontakttiefe. Also umso mehr es drinne ist, umso mehr reißt man natürlich raus. Also da muss man so ein Spiel finden. Ich habe es auf 0,3. Dann habe ich an manchen Stellen natürlich immer noch so einen ganz kleinen Krater, aber damit fahre ich immer gut. Ich habe schon mal weniger ausprobiert. Semi-gut, sage ich mal dazu. Die Verbindungsform habe ich immer Kegel. Obere Durchmesser der Spitze bei 0,4. Durchmesser der Spitze nach unten 1,2. Und Verbindungslänge habe ich auf 2 mm. In der Mitte habe ich die Form Zylinder und ich glaube hier der Winkel 70 Grad und die Säulenform habe ich auf Kegel gestellt. Und ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube das andere habe ich nicht mehr angefasst. Ihr könnt das Video ja pausieren und dann nochmal nachchecken, ob das bei euch gleich ist oder ob ihr Änderungen vornehmen müsst. Also hier bin ich mir ziemlich sicher, habe ich nichts angefasst, genauso wie hier, da habe ich auch nichts angefasst. Und das war's für die Supports tatsächlich. Das Einzige, was wir jetzt zum Beispiel noch machen müssen, wir drücken einmal auf automatischen Support, rechnet er kurz, tada, die Supports sind da. Der letzte Schritt wäre dann wieder zurückzugehen und einmal Einschnitt drücken. Sehr komische Übersetzung nebenbei. Das Coole ist, wenn wir die Maus über Einschnitt lassen, dann sehen wir auch gleich, welches Programm wir geladen haben. In diesem Fall ist das Standard Resin Normal. Wir drücken einfach mal drauf. Was ich immer ziemlich cool finde, ist,
natürlich hier die Daten. Ob das jetzt so stimmt, was man jetzt verbraucht, sei es dahingestellt. Ich glaube, das stimmt nicht. Aber der Slicer berechnet, wir brauchen ungefähr 115 Milliliter Resin. Das Gewicht davon ist dann 125 Gramm Weiß. Und das ist natürlich das Wichtigste, was uns interessiert. Dauert fast 7 Stunden, also 6 Stunden und 52 Minuten. Und das war's wirklich schon jetzt für die normalen Einstellungen. Also damit fahre ich immer gut. Fehldrücke können immer passieren. Zu 90% sind meine Drucks alle sauber mit diesen Einstellungen. Die anderen 10%, das liegt oft auch daran, in welcher Position hat man das Modell auf dem Druckbett hingestellt, was für ein Modell das zum Beispiel ist, das ist natürlich auch ausschlaggebend. Ich zeige euch nochmal die Slicer-Einstellung für den langsamen Druck. Ach, wenn euch das Tutorial jetzt schon geholfen hat und eure Drucke besser sind, schreibt es mir unten in die Kommentare. Oder, wenn die immer noch schrottig sind und ihr immer noch Probleme habt, auch unten rein. Dann kann ich das aufgreifen und dann beim nächsten Mal euch das noch besser erklären oder beziehungsweise auf andere Weise dann helfen. Mein Ziel ist es ja hier in Deutschland, mit euch zusammen eine große Community zu bilden, die sich um Resindrucks dreht und deren Bemalung. Also, lasst uns zusammen was aufbauen. Und ich glaube, ich habe genug gequatscht. Lasst uns weitermachen. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, warum normal, warum langsam? Langsam macht ja gar keinen Sinn. Doch, macht es schon. Also ich benutze normal in ungefähr 80% der Fälle. Die anderen 20% benutze ich langsam. Sagen wir mal, ich habe Köpfe zum Beispiel, benutze ich immer langsam, weil ich einen sehr, sehr guten Druck haben möchte. Also gebe ich den Druck auch viel mehr Zeit. So filigranes Zeug, Accessoires, die man drucken will oder so, die richtig kleines Zeug, da benutze ich langsam. Da gebe ich dem Ganzen doch viel mehr Zeit, das ist mir wichtig und dann werden die Drucks auch wirklich gut. So, hier habe ich natürlich wieder nichts gemacht, aber hier habe ich ein paar Veränderungen gemacht. Die Ebenehöhe ist gleich geblieben, 0,050. Wer aufgepasst hat, bei dem anderen hatten wir 4, hier haben wir nur noch eine Bodenschichtanzahl von 2. Die Belichtungszeit habe ich dafür höher gedreht, auf 4 Sekunden. Die Bodenbelichtungszeit ist gleich geblieben mit 35 Sekunden. Anzahl der Übergangsebenen habe ich auch gleich gelassen. Was ich aber noch geändert habe, das ist alles gleich geblieben. Ruhezeit vor dem Lift, die habe ich dann auf 0,2 gestellt. Und auf der rechten Seite habe ich alles auch wie vorhin gelassen. Alles andere bleibt, das sind die Einstellungen für einen langsamen Druck. Was ich euch aber noch zeigen kann, ist, was passiert, wenn wir das Modell mit dem langsamen Druck herstellen. Also, hier kann man es genau sehen. Der Verbrauch ist der gleiche. Logischerweise, wie sollte er sich auch verändern? Aber die Zeit ist hochkatapultiert auf 8 Stunden und 15 Minuten. Wir hatten vorhin bei der normalen Einstellung 6 Stunden und 50 Minuten. Also es macht schon einen enormen Unterschied. So, und das sind alle meine Einstellungen, die ich schon ewig verwende und mit denen ich immer gute Drucks habe. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, beziehungsweise, und das ist viel wichtiger, auch geholfen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und bis zum nächsten Mal.